den Weg, den wir mit euch beschreiten wollen, ist jetzt hier andere Prioritäten zu setzen. Die Priorität hier ist, dank des gesunden Bodens, dank letztendlich dem richtigen Management, kann ich ein System hinterlassen, das diese Leistungen liefert. Saubere Luft, niedere Ozonwerte, genügend Niederschlag in der Vegetationszeit, keine krankmachende Hitzenwellen. Und uns die Chance liefert, mit hoher Biomasseproduktion uns relativ autark zu machen. Das muss man auch klar sagen. Und funktionieren tut es auch nur, wenn wir den dementsprechend managen. Also diese Wälder, auch wenn sie gemischt sind, nicht zu pflegen, führt nicht zu stabilen Dauerwäldern. Was ist deine Einschätzung dann zur Bayerischen Wald? Nichts machen? Ich bin der Meinung, wenn ich einen Nationalpark haben will, wir sollten Flächen machen, dann muss ich da konsequent sein. Dann beobachte ich halt, wie die Natur sich entwickelt. Das sollte man mal machen, weil dann sehen wir ja den Unterschied. Wir machen hier kein Naturentwicklungsprogramm. Wir machen letztendlich hier ein System, wo ich Ökosystemleistungen sichere und den Generationenvertrag erhalte. Und der Meinung bin, den größten Hebel, den wir haben, den wir nutzen sollten, ist aus Böden, die kaum mehr Leistung bringen, wieder Hochleistungsböden zu machen, und zwar lebendige Böden. Der Boden, es wird bisher bei uns nur physikalisch betrachtet, was für mich absoluter Fehler ist, weil es ist der lebendige Boden, der ist. Der Boden entspricht unserem Darm. Wenn mein Darm gestört ist, werde ich keine hohe Lebensqualität haben. Also schauen wir, dass unser Darm wieder letztendlich gesund wird. Nichts anderes machen wir es. Und das ist für mich das Befriedigende, dass ich sage, schaut her, wenn ihr einen gesunden, lebendigen Boden habt, viel mehr kann er nicht mehr machen und dann das dementsprechende Management, dann läuft die Sache rund. Und dann können wir in den Spiegel schauen und können zu unseren Kindern und Enkeln sagen, wir haben das Möglichste getan, dass es euch wirklich gut geht. Und die Veränderungen durchs Klima sind leider so rau, dass das kein Spaß ist, was wir hier machen müssen, sondern für mich eine Verpflichtung gleichkommt. Und darum kann ich jetzt auch nicht sagen, ich schaue weg und mich hört es nur da langen, sondern das ist mehr eine Verantwortung und der müssen wir gerecht werden. Und wie gesagt, an solche Beispiele, und darum können wir es euch zeigen, für mich die Konsequenz, warum ich wirklich happy bin, wo ich jetzt gelandet bin, wir müssen die gesamte Bodennutzung trennen in dieses Schema Landwirtschaft, Forstwirtschaft, was weiß ich, Gartengestaltung. Wir haben einen Landschaftshaushalt, wir haben einen Boden. Und wir müssen schauen, dass wir mit der dementsprechenden Landschaftsnutzung letztendlich die Systemleistungen erhalten. Und darum ist der Generationenvertrag für mich eine tolle Basis. Und da können wir sehen, wie geht, dass es geht. Und ich bin mir sicher, wenn wir in 4, 5 Jahren herkommen, dass dieses Bild hier völlig anders ausschaut. Dass ihr angrenzend, wenn das die Jagd ein bisschen mitmacht, ein völlig anderes Bild seht. Das ist wichtig. Aber wir brauchen hier 40, 50 Jahre, bis das System hier rumläuft, bis das wieder in die richtige Richtung kommt. Thema Zuwachs, auch die forstliche Problematik. Viele Kollegen, wir haben eben diese Einrichtung nach Computermodell und die Zuwächse werden beim Nadelholz bei uns 1960, beim Laubholz 1920 ermittelt. Wenn man mit diesen Zuwachszahlen mit jetzigen Bedingungen reingeht, dann produzieren wir Katastrophenwälder. Darum ist es so wichtig, dass ihr, das ist meine Bitte, ich mache mir immer Probeflächen, weil ich möchte wirklich wissen, was da abgeht. Also wenn ich größer meinen Wald habe, mache zurück mal 100 Quadratmeter mal Probeflächen und messe dann alle 4, 5 Jahre. Und dann könnt ihr ungefähr abschätzen, was an Leistung an sich da gibt. Weil es gibt nicht die Leistung, sondern es gibt den Waldzustand. Und es gibt die örtliche Situation, darum kann ich nicht sagen, genau so viel ist es. Es war jetzt eine Schätzung und wir waren ganz gut gelegen. Man hat Erfahrung, wenn du länger vor Ort bist, dann kannst du das einigermaßen abschätzen. Aber da ruhig ein bisschen auch selber probieren, testen und einfach wieder diese Bilder vor Augen nehmen. Und wenn Exkursionen sind, einfach mit anschauen. Wir schauen und wollen versuchen, in jeder Region so Beispiele aufzubauen. Und da die Bitte alle 3, 5 Jahre einfach mal wieder so einen Vergleichsbegang machen,
dann wird es für einen relativ leicht und auch ohne große Probleme den richtigen Weg zu gehen. Haben wir hier gesehen, wir sind hier im Privatwald, wir sind am Anfang, wir haben letztendlich, wir kochen mit Wasser, also es ist kein Wunderwerk, darum auch die Ängste nehmen, sondern ich muss mir einfach ein Bild machen, dass ich sage, wo befinde ich, das ist jetzt einfach die Basis und da müsst ihr raus, euch anlernen oder mit dem Fachmann rausgehen, dass ihr mal die erste richtige Einschätzung macht. Und da ist an sich dieses Schema und die Bilder wirklich hilfreich. Und wenn ich weiß, was habe ich jetzt für einen Zustand, dann setze ich mir mein Kämmerlein und überlege mir, wo möchte ich hin, was möchte ich meiner nächsten Generation hinterlassen. Und dann ist das alles meines Erachtens kein Wunderwerk mehr. Dann einfach anfangen, starten und mit jeder Runde, die ich dann mache, wird es leichter, wird es besser. Der erste Stieg und die erste Maßnahme, gerade wenn es in instabile Verhältnisse ist, wird schwierig. Die Bitte, wenn es schwieriger ist, umso früher zu beginnen. Also nicht erst wie hier schon im hohen Alter beginnen, sondern wirklich schon mit Alter 30, 40 anfangen. Da kann ich einfach noch, tue mir viel leichter, kann mehr wagen und bin risikoärmer. Je später ich anfange, desto höher wird das Risiko. Jörg, hast du noch? Was mich noch interessieren würde, nochmal zurück zu dem Gedanken in Wertsetzung praktisch. Wie läuft denn das bei euch in Landsberg? Im Handbuch ist ja da in der Mitte zum Beispiel halt eine organisierende Institution Waldbesitzervereinigung zum Beispiel genannt. Wie läuft denn das konkret bei euch in Landsberg? Wer stellt die Zertifikate aus? Wer verwaltet das Geld? Wer verteilt das Geld? Nach Neuland ist die Theorie, wenn wir es machen wollen, dadurch, dass der Unternehmer abgesagt hat, läuft es über die Gemeinde Fuchstal. Die Gemeinde hat es in seinem Gemeindebereich für seine Waldbesitzer gemacht und wickelt selber ab. Mhm. Er hat es irgendwann hier vor. Also wir sind dabei, ein Dienstleistungsmodell aufzubauen, ein seriöses, über ein Unternehmen, die diese Dienstleistung anbietet und die das von A bis Z 30 Jahre lang mitverfolgt und auch sauber dokumentiert. Dass wenn ein Unternehmer sagt, ich will hier Umweltleistungen mit generieren und dafür Geld ausgibt, dass der genau weiß, was kriegt er dafür und wie ist das gelaufen. Und das ist sowohl für den Waldbesitzer eine gute Dokumentation und man sieht dann auch nach 5 Jahren, Mensch, das, der Vorstandsleister, der funktioniert nicht, der macht das nicht so richtig, da kann man dann nachsteuern. Und sonst ist das eigentlich ausgelegt auf 30 Jahre und da passt halt einer auf, dass auch nach 3, 4, 5 Jahren nachgeschaut wird und dass wieder Holz gemacht wird und dass wieder nachgepflanzt wird und so. Das ist einer, der das verantwortlich in die Hand nimmt. Das ist ein Dienstleister, der kriegt eine sehr offene Kalkulation, der kriegt seine Dienstleistung vergütet. Aber das ist ja einem, wenn ich denke, ich bin ein Schraubenhersteller und habe mit der Landwirtschaft oder mit dem Forst nichts zu tun, dann kann der das nie machen. Ne? Dem wird das Geld abgenommen, wie die Climate Partners den Leuten für Zertifikate Geld abgenommen haben, ohne Ende, aber nichts passiert ist. Ne? Und das Schöne und das Spannende ist, wir können euch nicht die Lösung sagen. Es wird nicht die Lösung geben. Es gibt in der Natur oder im Wald nicht die Lösung. Sondern es gibt einen Weg und ein Ziel. Und das haben wir jetzt euch, glaube ich, mit diese Idee geben, das mit Leben zu erfüllen. Da wird jeder von uns kämpfen müssen und kann wirklich, es soll sein Bestes neu geben, damit wir einfach für die Enkel was Gutes rauskriegen. Aber es ist hochspannend und wir starten wirklich jetzt nicht bei Null. Und dank dieser 40 Jahre und Messungen, wenn wir die weitermachen, stehen wir nicht am Anfang, sondern wir haben im Endeffekt ein Ziel. Wir haben, und das ist für mich so das Tolle, positive Chancen, Probleme zu lösen. Wir warten nicht, bis die Probleme uns überrollen, sondern wir haben Möglichkeiten, Probleme wirklich zu verhindern. Und das hat einen Charme. Und darum bin ich so happy, dass wir uns da zusammenfinden letztendlich.
und nicht aufgeben und sagen, nach mir die Sintflut. Gerade wir alte Esel, wir könnten sagen, uns reicht schon noch, aber wir sind da ziemlich zäh. Und es freut mich so, dass wir einen zähen Mann dabei zu haben, weil ja, ansonsten könnte man verzweifeln. Also kann ich euch sagen, es kostet verdammt viel Kraft, mit ansehen zu müssen, dass die Enkel heran unter Umständen Riesenprobleme kriegen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern.